Hochindividuelles Training, die eigene Qualität deutlich verbessern. In diesem Video zeige ich euch eine gute Übung für Abwehr und Zuspiel. Bleibt dran, schaut es euch an. Ich bin absoluter Freund davon, Taktiken und Techniken, insbesondere in komplexen Spielformen, zu trainieren. Dennoch, bei dieser Übung wird der eigene Ehrgeiz und Qualitätsanspruch so sehr gelockt und herausgekitzelt, dass wir immer wieder tolle Aktionen sehen und Höchstleistungen erzielt werden. Bei dieser Übung geht es um die Qualität bei Abwehraktionen und beim Feldzuspiel. Und nebenbei trainieren wir noch die Schnelligkeit, und zwar die Reaktions- und Aktionsschnelligkeit und dementsprechend die volleyballtypische Handlungsschnelligkeit. Der Ablauf ist so einfach wie auch variabel. Hier erfolgen drei Angriffe von den Kästen auf den Abwehrspieler und anschließend wird ein Hochball von hinten von der Grundlinie ins Feld geworfen, den der Spieler auf einen Korb zuspielt. Nach diesen vier Spielaktionen ist der nächste Spieler an der Reihe. Wir haben insgesamt drei oder vier Spieler in dieser Trainingsgruppe, die sich dann abwechselnd drei bis vier Serien machen und dann wird komplett durchgetauscht, damit auch die Spieler vom Kasten in die Abwehr dürfen. Für diese Übung sind viele Varianten denkbar. Die Angriffe können Cross- oder Longline kommen, können auch gelegt oder weit angeworfen werden, also müssen dann erlaufen werden. Und genauso gut kann ich mehr oder weniger Angriffe vom Kasten machen und ein oder auch mehr Bälle dann von hinten von der Grundlinie als Hochball ins Feld werfen, je nachdem, welchen Fokus ich bei dieser Übung setzen möchte. Die Ballcatcher, also diese Zuspielkörbe auf den Positionen 2 und 4, erhöhen übrigens unglaublich den eigenen Anspruch, diesen dann auch mit dem Feldzuspiel zu treffen. Wenn ihr also keine Körbe habt, dann stellt doch vielleicht andere Ziele hin, die getroffen werden müssen oder zumindest einen Spieler, der den Ball abfangen soll. Dann ist einfach der eigene Anspruch nochmal deutlich geschärft und die Pässe kommen einfach nochmal 10% genauer, als sie vielleicht sonst kommen würden, wenn es keine Kontrollmöglichkeit gibt.